Herzlichst willkommen hier an diesem Samstag zum dritten Bundesligaspieltag zwischen dem FC Bayern München und Bayern 04 Leverkusen findet heute dieses Spiel hier in München statt, die Allianz Arena. Pickepacke voll, man sieht sie auf den Rängen. Natürlich größtenteils die Bayern-Fans am Start. Einige Leverkusener sind natürlich auch nach München gekommen, um hier ihre Mannschaft zu unterstützen. Und endlich ist es soweit. Das Update kam raus für meine Modifikation. Habe ich ja letztes Mal erzählt, da die ersten beiden Spieltage war das leider noch nicht so. Da war das noch mit den alten Spielern und den alten Trikots. Jetzt endlich hier im neuen Look und natürlich auch mit den aktuellen Transfers dieser Saison. Hier die Startelf und die Auswechselspieler von Bayern München mit der Startformation. Wie gesagt, alles die aktuellen Spieler und auch der voraussichtliche Kader für die Aufstellung zu diesem Spiel. Gucke ich ja auch immer alles nach, das wisst ihr ja, hundertprozentig sicher sein kann man sich dann natürlich nicht. Wird ja immer erst kurz vorher bekannt gegeben. Bei Bayer Leverkusen genau das gleiche. Natürlich hier auch die Formation. Memedi vorne mit Stefan Kießling im Sturm. Die Bayern mit dem dritten Trikot, dafür dann die Leverkusener im Auswärtstrikot, da das sonst von den Farben her zugleich ist, dass man sie dann noch unterscheiden kann. Deswegen jetzt die Bayern im dritten Trikot und die Leverkusener dann in ihrem Auswärtstrikot. Und dann geht es jetzt hier auch gleich los. Felix Brüch leitet diese Partie. Zumindest hier im Game. Also es hat ein bisschen gedauert, aber endlich ist jetzt die richtige Formation und auch die richtigen Spieler hier transferiert sozusagen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist endlich alles so, wie es in echt auch ist. Finde ich gut. Und dann kann das jetzt auch endlich richtig losgehen und dann auch realistischer natürlich. Ah, der Pass hier, die Flanke von Arjen Robben, da kam nichts an. Wendel. Christoph Kramer ist nach Leverkusen hergewechselt, der natürlich jetzt auch hier im Kader und auch in der Startelf. Beim letzten Spiel hatte ich ja noch den Christoph Kramer noch bei Mönchengladbach. Aber wie gesagt, endlich ist das jetzt behoben. Das finde ich selber extrem gut, weil das hat mich auch extrem aufgeregt, da ich mal einer bin, der das immer besonders realistisch haben will. Und wenn das dann nicht so ist, dann kotzt mich das schon ziemlich an. Aber so ist das jetzt auf jeden Fall schon gut. Arturo Vidal auf Thomas Müller. Und Lewandowski, aber der kann sich da nicht durchsetzen gegen die Abwehr. Und jetzt hier der Konter. Christoph Kramer. Und direkt wieder aber zurück. Andere Richtung mit Lewandowski. Beide auch gut in die Saison gestartet. Der FC Bayern auf dem dritten Platz von der Tordifferenz. Und die erste gute Möglichkeit und das erste Tor für den FC Bayern. Hier geschossen von Robert Lewandowski in der 11. Minute. Hier sieht man es. Costa. Thomas Müller. Oder wer war das? Ich habe es nicht genau gesehen, ob wer den Ball da auf Lewandowski gebracht hat. Alonso, Xabi Alonso mit dem Ball auf Lewandowski und dann per Kopfball an Leno vorbei zum 1-0. Frühes wichtiges Tor hier für die Münchner. Also was ich gerade sagen wollte, beide sind natürlich gut in die Saison gestartet, kann man ja noch sagen. Der FC Bayern auf dem dritten Platz, die Leverkusen direkt dahinter auf dem vierten Platz. Beide gleiche Punktzahl, 6 Punkte, beide Spiele gewonnen. Der einzigste Unterschied ist dann natürlich die Tordifferenz. Die Leverkusener haben meiner Auffassung nach eine Tordifferenz von plus 2 und die Münchner von plus 6. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Dortmund hier aktuell auf dem ersten Platz. Aber mal sehen, wie es hier jetzt nach dem dritten Spieltag aussieht.
auch wie die anderen Mannschaften spielen und so. Das wird alles noch spannend in dieser Saison, wie sich das so entwickeln wird. Die Dortmunder ja auch ziemlich stark in die Saison gestartet, auch jetzt in der Champions League extrem gut abgeschnitten da. Mit 7:2, da haben sie so da rausgehauen. Hier nochmal das Tor. Çalhanoğlu, jetzt mal im Eckball, hier der erste Eckball. Ah, da hat Neuer keine Schwierigkeiten. Christoph Kramer. Bellarabi. Arturo Vidal, Möller, das sieht gut aus. Robben. Ah, der kam aber nicht so gut an und das gibt jetzt auch einen Abstoß. Alonso. Nächster Angriff hier von den Bayern. Lahm da am Tricksen. Müller und Robben. Ein guter Schuss, aber drüber. Hier sieht man es nochmal. Das war echt ein guter Schuss, aber der ging leicht drüber. Das war aber gar nicht mal so schlecht. Das sah ein bisschen weiter weg aus, aber hier auf der Wiederholung sieht man, es war gar nicht mal so weit. Das war schon relativ knapp. Also wieder mal eine gefährliche Chance hier in der 32. Minute. Aber natürlich macht Leverkusen auch Druck. Bis jetzt aber ohne viel Erfolg. Jetzt geht es auch direkt wieder in die andere Richtung hier. Bellarabi. Bender. Memedi aus der Distanz, aber auch relativ klar vorbei. Hier nochmal der Robbenschuss. Ein Robben. Robben da im Strafraum. Robben! Und Aluminium getroffen. Das war richtig stark.
Richtig gut gemacht. Also da ist er richtig gut durch die Abwehr rein, er durchgegangen, voll drauf gehalten, aber dann war der Winkel ein bisschen zu spitz und dann gegen den Pfosten abgeprallt und dann stand da auch keiner mehr. Jetzt hier der Gegenangriff. Bei der Arabi kriegt er aber auch nichts hin. Einwurf, 3 Minuten werden nachgespielt. Jetzt der Kopfball kommt nicht zustande. Tar auf der Arabi. Ja, und das war's dann auch. 1-0 gehen die Bayern hier mit dieser kleinen Führung in die Pause. Da ist aber natürlich noch Luft nach oben auf beiden Seiten. Und das wird auf jeden Fall noch interessant, was sich hier noch entwickelt. Nach diesem frühen Tor hier von den Bayern hat sich dann ja nicht mehr so viel getan. Aber mal sehen, zweite Halbzeit folgt dann gleich. Hier die Pausenstatistik, 3-1 Schüsse, 2-0 Schüsse auf das gegnerische Tor, 51-49% Ballbesitz, also da ist es ungefähr ausgeglichen. Da ist wirklich nur, ja, minimal auf Seiten des FC Bayern, 5-3 Zweikämpfe, ja, und die eine Ecke auf Seiten der Leverkusener. 66-0% Schussgenauigkeit und 89-86% bei der Passgenauigkeit. Also ich sag mal so, vom Ballbesitz und von den Möglichkeiten her sind beide relativ gleich. Der FC Bayern wagt vielleicht ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr versuchen sie nach vorne zu arbeiten und versuchen einfach mal drauf zu halten, was die Leverkusener nicht unbedingt machen, aber mal sehen, kann sich noch viel tun. Hier jetzt in der zweiten Halbzeit Bayern gegen Leverkusen. Jetzt hier die Leverkusen, einem Roten natürlich, dann von links nach rechts. Und die Bayern von rechts nach links. Super Flanke auf Lahm, aber der kriegt den Ball da nicht angenommen. Deswegen jetzt ein Abstoß. Hier nochmal die Möglichkeit von Robben, da kurz vor der Pause. Da gegen den Pfosten und dann ist da aber keiner zur Stelle. Das war aber schon gut gemacht. Einfach mal drauf zu halten. Calhanoglu. Ja, und das ist gar nichts. Abschluss. Und der erste Wechsel. Thiago kommt für Xabi Alonso ins Spiel bei den Bayern. Ah, es gibt doch einen Eckball und scheinbar war der Schuss eben abgefälscht. Deswegen ging er auch so weit ins Nirgendwo. Und jetzt aber hier aus der Distanz der Versuch mit Tar! Tar zum Ausgleich für die Leverkusener. Was ein Schuss. Einfach aus der Distanz. Richtig gut gemacht hier der junge Tar. Ja, es war echt richtig gut, aber hatte Neuer keine Chance. Das war dann zu starkes Durcheinander. Und dann nutzt er hier seine Chance zum Tor. Oder eher gesagt, zum Ausgleich. Jonathan Tah. 1-1 nach knapp 56 Minuten.
Lewandowski, aber der passt, der war da zum Gegner. Das war nicht ganz so gut. So, Leverkusen will es wissen. Die drehen richtig auf jetzt. Also, das war schon ein guter Vormarsch hier. Aber Neuer steht da sein Mann. Der ist auf jeden Fall da wie eine Eins hinten drin. Und jetzt Wende, Stefan Kießling und dann aber anscheinend ein Abseits. Ja. Costa jetzt. Robben! Aber das war ein bisschen zu überheblich, sage ich mal. Also da zu denken, dass man da aus der Entfernung irgendwie da treffen kann, ist ein bisschen zu positiv gedacht. Deswegen ging der auch ganz, ganz klar vorbei. Abseits. Und eine Auswechslung bei der Werkself. Dort geht Çalhanoğlu vom Platz und Son kommt. Der zweite Ball dahin wird vom Spielfeld gekickt. Sieht man da hinten rechts in der Ecke. So, und jetzt aber Costa. Ah, das wäre fast richtig gefährlich geworden. Costa war fast am Schuss gewesen. Rode. Oh, Kramer jetzt auf Stefan Kießling. 87. Minute. Er lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, aber das war jetzt nicht so glücklich. Also da hat er dann doch die Nerven verloren. Und jetzt wird's gefährlich. Alaba. Auf Lewandowski geht's hier schnell. Robben. Gibt anscheinend keine Nachspielzeit. Es gibt auch mal einen Wechsel.
Robby Kruse kommt für Bellarabi bei den Leverkusener. Und jetzt haben wir die Bayern. 5 Minuten gibt es da oben drauf. Also gibt es schon noch Nachspielzeit. Jetzt sind natürlich alle Verteidiger hinten drin. Also ist natürlich jetzt auch schwierig, sage ich mal. Thiago. Ah, und der ist auch wieder im Aus. Und jetzt Thiago! Super Parade hier von Leno. Das ist echt spitzenmäßig gewesen. Hier guckt es euch an. Hier hat er gerade noch rausgekratzt. Jetzt die Ecke hier für Leverkusen. Oder eher gesagt für die Bayern gegen Leverkusen. Ah, und da hat Leno den Ball und dann war es das auch. 1:1 trennt sich hier der FC Bayern München und Leverkusen. Die Bayern-Fans buhen. Das hat ihnen anscheinend nicht ganz so gut gefallen. Man hört es hier. Die Stimmung ist nicht ganz so erheitert. 1:1. Mal sehen, hier jetzt auf jeden Fall erstmal die besten 10 aus dem Spiel. So, das war's. Die besten 10 nochmal aus dem Spiel zusammengefasst. 4:3 Schüsse, hier die Abschlussstatistik. 2:1 Schüsse auf das Tor. 53-47% Ballbesitz. 10:9 Zweikämpfe. 0:2 Abseits. 1:2 Ecken. 50-33% Schussgenauigkeit. Und 74-78% bei der Passgenauigkeit. Und die Spielerbewertung. Da ist Robert Lewandowski der beste Spieler dieser Partie mit einer Bewertung von 7,8. Die schlechteste hat mit Abstand hier Dante mit 4,3. Die beste bei den Leverkusenern hat Bender mit 6,9. Die schlechteste Bewertung hat bekommen Hilbert mit 5,1. Also, beide Mannschaften hätten durchaus noch mehr leisten können. Kann man nicht anders sagen, aber ein 1:1, ja, ist eine faire Trennung, sage ich mal. Ja, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, wie geht dieses Spiel aus? Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag wieder oder natürlich unter der Woche bei Lordi IP, bei den normalen Let's Plays. Macht es gut, man sieht sich. Ciao.